Hallo Leute, willkommen zurück zu einem weiteren Tag in Minecraft und wir sind immer noch hier unten in unserem Loch, das recht quadratisch ist und das wollen wir heute ändern, denn heute machen wir die Wände. Den Fußboden, den Untergrund, den schiebe ich noch auf. Das ist wahrscheinlich eine Episode für sich. Aber wie wir hier sehen, unser Schloss hier, das hebt sich nicht stark von den Wänden im Hintergrund ab. Und dass wir es überhaupt irgendwie unterscheiden können, momentan haben wir da ja noch etwas Beleuchtung an den Wänden. Ursprünglich habe ich mir gedacht, ich mache die Wände so auch im dunklen Stil, ähnlich wie unser Schloss, unser Palast hier. Aber dann habe ich mir gedacht, vielleicht wäre es geschickter, wenn die Wände etwas Kontrast hätten zum eigentlichen Bild. Und das heißt wahrscheinlich eher so Grautöne. Und da muss ich ja erstmal eine Palette an Blöcken mir zusammensuchen, was auch dann realistisch ist zu bauen. Denn auch wenn tote Korallenblöcke gut aussehen, die sind doch recht schwer zu beschaffen, insbesondere in größeren Mengen. Und wenn wir hier die Wände anschauen, wir werden eine ganze Menge an Blöcke brauchen, bis wir das bis oben hin plus die Decke alles ordentlich zugedeckt haben. Aber ich suche mal die Blöcke raus und dann sehen wir, wie die Farbpalette aussehen soll. Ich glaube, diese Palette könnte hinhauen. Wir haben hier die etwas leichteren Grautöne, dann wird es dunkler bis tough und da können wir vielleicht auch etwas Acacia reinmischen. Das geht gut zusammen mit dem Tuff. Dann dekorativ können wir von den Blöcken, wo wir dies möglich haben, Kabel, Stein, Andesite, können wir auch Treppen, Half Slabs und Wandblöcke verwenden. Und dann möchte ich auch hier Dripstone-Blöcke mit Dripstone haben. Dripstone wird hauptsächlich von oben runter wachsen und dann können wir mit Glow-Lichen gewisse Stellen akzentuieren, sodass wir zum einen genügend Kontrast für unseren Palast haben, aber auch da, wo wir etwas von unserer Wand hervorheben wollen, dass das schön funktioniert. Und mit Glow-Lichen können wir natürlich auch, wenn wir die über die Blöcke legen, können wir da auch etwas mehr Struktur und Kontrast reinbringen, sodass das Ganze nicht so eintönig wirkt. Aber das wird ein mehrteiliger Prozess sein und ich denke, ich mache das in verschiedenen Schritten und jedes Mal, wenn es was zu berichten gibt, werden wir sehen, was das denn genau ist. Ich habe hier mal mit Netherrack das untere Ende von unserer Höhle versucht zu outlinen und ich denke, hier werden wir den Eingang von da drüben verschieben und das werden wir dann auch irgendwann angeben müssen, dass wir da
hinten, wo wir den Knick haben, eine Richtungsänderung machen, sodass wir hier rauskommen können. Und hier auf dieser Seite haben wir etwas mehr Raum auf der Seite. Hintenrum ist es recht knapp. Aber weil das ja sowieso die Rückseite ist, denke ich, da brauchen wir nicht allzu viel Raum. Aber hier vorne wäre es doch schön, wenn wir hier etwas wie einen kleinen Platz haben, sodass wir den Boden, den Untergrund auch etwas gestalten können. Ich habe hier begonnen, die Wände so ein bisschen in Rippenstruktur versucht auszumalen. Und je mehr Rippen oder Outlines wir hier platzieren, umso konkreter wird das Ganze. Und ich denke, der nächste Schritt wird sein, hier oben quasi mal die Runde zu drehen. Dann vielleicht in der Mitte, dann wieder ein paar vertikale Linien. Und so formen sich wahrscheinlich kein hochdeutsches Wort, die Strukturen der Wände. Und da drüben, da können wir sehen, da wird es eine Öffnung nach oben gehen, denn da oben gibt es einen schmalen Spalt, der es uns ermöglicht, von hier unten bis ganz nach oben zu unserer Bone Meal Farm zu fliegen, wenn wir es schaffen, durch die engen Gänge zu kommen. Hier auf der Rückseite musste ich mancherorts ein bisschen von der Wand entfernen, damit das Ganze strukturell auch einigermaßen gut dann rauskommt. Und hier die oberen Ende, die sind alle auf der gleichen Höhe, aber ich denke, das Dach wird etwas höher sein als das hier, aber wahrscheinlich von dieser Höhe wird es dann recht flach werden, wo wir hier noch eine recht steile Krümmung haben. Aber ich platziere mal noch ein paar Netherrack-Blöcke mehr und dann sehen wir hoffentlich, wie die Wände so rauskommen sollen. Und dann können wir mit dem nächsten Schritt beginnen. Die Wände der Höhle sind nun alle hochgezogen und es ist noch ziemlich düster. Darum trinke ich mal hier was, damit ihr besser sehen könnt. Und momentan ist alles Stein. Aber dadurch haben wir mal so die Grundform, auf der wir dann die Verfeinerungen mit den verschiedenen Blöcken machen können. Und ein Punkt, den ich mir überlegt habe, ist, es ist ja von dunkel nach hell. Und ist hell oben oder unten? Und ich bin zum Schluss gekommen, dass hell oben sein sollte. Was nach dem ursprünglichen Plan bedeutet hätte, dass wir ganz oben da an der Decke dann diesen Block hier hätten, der fehlt, nämlich hellgrauen Beton-Powder, Concrete-Powder. Und da müssen wir überall noch String darunter platzieren, damit der nicht vom Himmel fällt. Drum denke ich, hören wir hier mit hellgrauer Wolle auf. Ich denke, das gibt uns eine breit genug Palette. Und dann hier oben, da haben wir den Ausgang, der nach oben geht in unseren Vulkan. Und
runterzufliegen ist ein bisschen schwieriger als hochzukommen, aber ich denke, mit etwas Übung schaffen wir das. Ich habe da an den Wänden etwas Glowlichen angebracht, so dass wir etwas Kontrast vom Hintergrund für die Türme haben, dass wir sie sehen können. Aber da müssen wir effektiv auch noch schauen, ob wir noch mehr brauchen, denn hier am Boden plane ich auch etwas noch zu machen, was das Ganze von unten her noch etwas beleuchten soll. Und erst wenn wir all diese Punkte erledigt haben, können wir sehen, wo brauchen wir mehr Licht, damit das Ganze auch in seiner vollen Pracht wahrnehmbar ist. Aber nun zum nächsten Schritt, den ganzen Stein ersetzen, nochmals mit diesem Gradient. Und wie ihr sehen könnt, es waren ein paar Steinblöcke und das ist auch der Grund, warum es ein bisschen dauert, bis diese Folge rauskommt, denn der nächste Schritt ist nicht weniger aufwendig. Mit Night Vision sehen wir, dass die Texturen nun auch überall gemacht sind und da in der Decke, da sind sie recht subtil, der Unterschied Wolle, Andesite und dann auch Andesite Stein ist nicht sehr groß. Cobblestone, der tritt natürlich hervor. Und was hier störend ist, ist unser Holz. Aber wenn wir hier da Glowlichen davor platzieren, dann hat das eine recht ähnliche Struktur zu Tuff und zum Cobblestone. Plus, wir bekommen etwas Licht hier unten durch. Und da muss ich noch weitermachen, bis ich da ganz rum bin. Aber wenn wir das geschafft haben, dann fehlt eigentlich nur noch ein Schritt oder zwei. Wir wollen hier und da Dripstone Venen haben. Plus wir können Treppen und Half Slabs noch verwenden, um etwas mehr Struktur mit reinzubringen. Vielleicht auch da und dort ein paar Wandblöcke. Die haben dann allerdings das Problem, dass wenn wir dahinter eine Lichtquelle haben, das Licht da durchscheint. Da müssen wir wahrscheinlich ein bisschen vorsichtiger sein. Aber ich mache mich erstmal hier dran, das Ganze mit Glowlichen abzudecken. Schaut euch das hier an. Die Wände sind nun endlich fertig geworden und es sieht gar nicht so schlecht aus. Da haben wir etwas zu viel Licht, wahrscheinlich wegen Fackeln auf der anderen Seite von Wänden. Und da oben haben wir etwas Dripstone und auch auf dieser Seite hier haben wir irgendwo ein Fleck Dripstone. Aber die sind recht schwer zu erkennen, weil das obere Teil des Gewölbes nicht wirklich ausgeleuchtet ist. Und das ist nicht ganz unbeabsichtigt, denn da je mehr es nach oben geht, umso weniger Detail hat es da drin. Und ich denke, das ist es für diese Folge gewesen. Nächstes Mal müssen wir uns darum kümmern, wie wir hier einen Boden reinbringen, der verhindert, dass so grüne Klumpen rumhüpfen. Und vielleicht fällt mir auch was ein,
um da was Vernünftiges für das Licht zu machen. Aber wie gesagt, das war's für heute und ich sehe euch nächstes Mal wieder. Hoffentlich überlebe ich dieses Slimes.